Also Kippen sind da rein und irgendwann so. Ich würde, bevor der Bürgermeister noch ein paar Worte sagt, würde ich als Amtsdirektor noch ein paar Worte zu der Baumaßnahme loswerden wollen. Auch wenn die Darmenser natürlich wollen, so wie ich auch, dass der nächste Bauabschnitt dann auch zügig weitergeht, möchten wir, also ich jetzt speziell als Chef der Verwaltung, mich ganz recht herzlich bedanken bei der Baufirma, die hier vor Ort war, beim Landesbetrieb. Und bei meinem Beauftragten, wo ist mein Beauftragter hin, Herr Lehmann? Da ist Herr Lehmann, als Vertreter der Verwaltung. Ich sage immer, wenn die Probleme nicht zum Chef hochkommen, dann können es keine Probleme sein. Also alle Probleme, die bei der Bauphase passiert sind, sind mehr oder weniger hier vor Ort geklärt worden. Wir sind in leichten Zeitverzug, aber ich glaube, das ist auch einfach dem geschuldet gewesen, dass man auch hier wieder viele interessante Dinge im Boden gefunden hat. Und ja, dann war der Wintereinbruch, dann gab es kein Bitum. Aber jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass die Sonne so ein bisschen aufgeht, ist die Baumaßnahme, der Bauabschnitt hier fertiggestellt. Ich denke, für die Anwohner hier direkt vor Ort eine wunderbare Sache. Aber ich denke auch an die Anwohner der Umleitungsstrecke, weil ich glaube, die mussten in den letzten Monaten ordentlich herhalten. Und man sieht es ja auch, dass wir da... dass die Stadt dort auch was machen muss, dass die Straße dann wieder ordnungsgemäß hergestellt wird. Ja, so viel von meiner Seite. Ich freue mich, ich habe dann jeden Tag einen Kilometer weniger zur Arbeit, weil ich wieder geradeaus durchfahren kann. Ich würde jetzt, bevor das Band zerschnitten wird durch den Bürgermeister, Herrn Willweber bitten, noch ein paar Worte an Volker zu richten. Sparen wir bei dem 10 Kilometer, sparen wir Kosten bei ran. Ja. Überall. Wir werden ja. Im Klima viel besser. Genau. Überall. Ja, schönen Dank, dass ihr alle so zahlreich heute hier erschienen sind. Es hat ja lange gedauert. Wenn man mal so zurückblickt, haben wir ja seit 1998, 1999 für den Ausbau der Bundesstraße gekämpft. Jetzt sind drei Bauabschnitte gemacht. Bauabschnitt 1 und 5 fehlt leider noch. Und wie auch bei so schönen Sachen manchmal ist, haben wir immer so einen Demutstropfen dabei, dass eigentlich das letzte Stück der Straße momentan nicht saniert wird. Aber Herr Sohn hat mir gerade ins Ohr geflüstert, dass er sich dafür stark einsetzen wird, dass es hier weitergeht. Wir haben ja auch einen Banner aufgestellt, damit wir ein bisschen Druck ausüben können, weil anders funktioniert es nicht. Wir hoffen, weil ja auch Wahlen sind im Herbst, dass man damit nicht ganz vergisst, weil man kann den Bürgern schwer erklären, warum ein Bauabschnitt bei 2 beginnt, bei 4 aufhört und 1 und 5 fällt hinten raus. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich alle, dass es bei der Firma Wolf und Müller in der Zusammenarbeit mit dem Straßenbetrieb und mit dem Amt eigentlich keine Probleme gegeben hat. Es hat wunderbar funktioniert. Wenn man nach Hüterbock guckt, wollen wir ja nicht drüber nachdenken. Die haben da ganz andere Sorgen. Ich hoffe, dass er das mitnimmt und wir weiter stark Druck ausüben, weil für eine durchgehende Bundesstraße gehört eigentlich das schlimmste Stück mit dazu. Wenn das so noch drei Sätze sagen will, schönen Dank erstmal. Und dann, ja. Ich freue mich, dass ein weiteres Teilstück fertig ist. Es gibt noch ordentlich Bedarf hier. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger waren sehr fleißig, haben viel gearbeitet, haben auch viel Steuern bezahlt. Deswegen stehen die öffentlichen Haushalte gerade gut da. 2,5 Milliarden wurden in den vergangenen 4 Jahren in Brandenburg in Straßen investiert. Jedes Jahr auch über 100 Millionen in Ortsdurchfahrten. Insgesamt sind hier für die Ortsdurchfahrt in Dahme 3,4 Millionen veranschlagt. Es hat ein bisschen länger gedauert. Klar, in einer Stadt mit wie Dahme, die lange Tradition hat, findet man automatisch archäologische Funde. Den Knüppeldamm, den haben wir dann auch in Hüterbock gefunden, als wenn wir jetzt gerade da die Ortsdurchfahrt machen, dann dauert es ein bisschen länger. Aktuell mangelt es ein bisschen daran, dass wir zu wenig Planer haben. Wir haben jetzt im letzten Landeshaushalt gesagt, das Geld, was wir haben, würden wir gerne ausgeben, auf die Straße bringen, sind gerade in diesem Jahr 143 Straßenbauprojekte im Land Brandenburg am Wickel und wir brauchen zusätzliche Planer, haben gesagt, Stellen, die eigentlich hätten wegfallen müssen, werden wieder besetzt, 60 an der Zahl im Landesbetrieb Straßenwegen, nur bei den Planern, aber die müssen wir zum Teil auch erstmal finden, da sind Leute auch in Rente gegangen, aber wir sind da dran, dass wir da schnellstmöglich auch für Dahme vorankommen. So ein Straßenbauprojekt ist eine Never-Ending-Story. Wenn man sich anguckt, wie lange dann so einzelne Abschnitte dauern, dann ist das schon mal, kann einem das schon mal die Kinnlade runterfallen. Gebaut wird überall viel im Land. Schlimm ist, wenn Bauschilder da sind und nicht gebaut wird.
Wir sind dran, dass wir da schnell möglich zu einer Lösung kommen. Aber die Planer können wir uns auch nicht backen. Die müssen wir erstmal finden. Ich mache da weiter Druck, das verspreche ich Ihnen. Danke. Ich hoffe aber, dass die BDR wird unsere Runde sparen. Das wollen wir nicht hoffen. Die Baufirma war so freundlich, hier Essen und Trinken zu spendieren. Das ist ja Essen, die Baufirma und die Getränke hat die Stadt spendiert. Also sind alle herzlich eingeladen und dann auf Allzeit gute Fahrt. Und unfallfrei. Und unfallfrei. Wie heißt das, habe ich mal? Vorausschauen. Vorausschauen. Er kriegt die Dienststere. Die ist wahrscheinlich archiviert. Ja. Ja, immer.